Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Command Block Tutorial auf der Minecraft Bedrock Edition und heute zeige ich euch, wie ihr eine funktionierende Bärenfalle bauen könnt. Wie immer grüße ich aber nochmal jemanden von euch heute und zwar den Mario Oma. Er war nämlich der erste Liker, was gefühlt irgendwie die ersten 10 Leute immer sind, aber gut, das mit den Abos stimmt zwar noch nicht ganz, aber wir stehen tatsächlich kurz vor den 10.000 Abonnenten, Leute, also ihr wisst auf jeden Fall, was zu tun ist. Grüße gehen aber auf jeden Fall raus. So, ich demonstriere euch das Ganze nochmal und zwar soll das da jetzt die Bärenfalle darstellen. Credits gehen übrigens raus an den Afternoon Tea with Humans, bei dem habe ich das Ganze gesehen. So, wir gehen einmal da rein und ihr seht, zack, da kommt so eine Art Bärenfalle raus und ich kann mich für eine kurze Zeit nicht bewegen. So, oh, endlich wieder raus. Und wie wir das Ganze bauen, das zeige ich euch jetzt, das ist eigentlich relativ simpel. Ich mache das unten mal hier auf und dann seht ihr schon den ganzen Kram da drunter. Und zwar ist hier einmal, upsala, jetzt wurde es wieder aktiviert, weil ich gerade da drauf war. Ihr seht hier unter der Schiene haben wir einfach einen ganz normalen Block und darunter haben wir schon den ersten Command-Block. Und zwar haben wir hier einen wiederholenden Command-Block, der auf immer aktiv ist und das ist einmal der Befehl. Test for at a, dann in den eckigen Klammern Radius, also r gleich 1.6. Damit testet er dann nachher, ob sich ein Spieler eben dort oben befindet. Dann haben wir jeweils nach rechts und links einmal so einen Redstone-Vergleicher, die dann jeweils in einen Impuls-Command-Block zeigen. Beide sind auf benötigt Redstone und wir gehen jetzt einfach mal in den ersten rein. Es ist auch vollkommen egal, auf welche Seite ihr welchen baut. Ihr braucht auf jeden Fall nur zwei. So, gehen wir mal in den ersten hier rein. Das ist eher bei dem ersten Impuls-Command-Block der Befehl Effect at P, also Effekt an den nächsten Spieler. Slowness, also Langsamkeit. 5 ist die Effektlänge, 10 die Stärke und dann True, damit man die Partikel nicht sieht. Das heißt, ihr könntet das Ganze auch noch einfach variieren, indem ihr bei 5... keine Ahnung, 10 eingibt, dann würde die Effektstärke 10 sein und ihr könnt die Stärke natürlich auch erhöhen, aber bei 10 kann man sich ja, wie ihr gesehen habt, bereits schon nicht mehr bewegen. Dann hier noch den anderen Impuls-Command-Block, dort ist dann einfach der Befehl Summon, Evocation, Fang, wie auch immer man das ausspricht, dann die Koordinaten der Schiene, in dem Fall sind das 277, 304, also der Punkt, wenn man sich da drauf stellt. In der Mitte habe ich dann ein Wellenzeichen benutzt und eine 1.5. Das könnt ihr genauso übernehmen, nur halt diese beiden Koordinaten, also hier die 277 und die 304 sind dann bei euch halt anders, je nachdem, wo sich diese Falle oder diese Schiene halt befindet, also wo man sich nachher draufstellt. Das Ganze erzeugt diesen, ja, das Teil hier, was aus der Erde kommt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber das kennt man immer von den Magiern, wenn die einen angreifen, die lassen diese Teile ja auch mal aus dem Boden schießen. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Jetzt können wir das Ganze wieder zubauen und... die Falle ist halt praktisch aktiv. Zack. Ich kann mal kurz ausprobieren, ob man Schaden bekommt. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Also im Survival-Modus. So, wir gehen nochmal im Survival-Modus drüber. Oh, ja. Man bekommt tatsächlich Schaden. Jetzt wurde ich sogar rausgeschleudert. Okay, also im Survival-Modus kann die tatsächlich auch einen töten, wenn man nicht aufpasst. Aber na gut, ich würde mal sagen, das soll es für das heutige Tutorial auch gewesen sein. Lasst gerne wie immer ein Däumchen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne bei dem Typen vorbei, von dem ich das Ganze habe. Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao, ciao.